Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich die Neuerscheinungen für den Monat November für euch. Jetzt am Wochenende, oder jetzt eigentlich heute noch, ist ja Buchmesse in Frankfurt. Das heißt, da waren ja letztes Mal beim Video sehr, sehr viele Neuerscheinungen mit dabei. Man merkt direkt auch an den Neuerscheinungen für den November, das ist deutlich weniger als im Vormonat, zumindest deutlich weniger, was mich jetzt angesprochen hat. Einige der Bücher habe ich gestern auf der Buchmesse auch schon gesehen, auch wenn sie erst im November erscheinen. Zum Beispiel When Women Wear Dragons hatten sie da riesengroß aufgebaut in einem riesen Stapel. Man konnte sich das Buch auch schon mitnehmen, obwohl es erst im November erscheint. Das ist ja nicht ganz so typisch. Ich habe zum Beispiel bei Carlsen auch nach dem neuen Buch von Lily S. Morgan gesucht. Aber das erscheint erst am 24. Oktober, sogar noch im Oktober. Und sie hatten es nicht dabei, deshalb war ich da ein bisschen überrascht. Ja, darum soll es aber heute nicht gehen. Meine Buchmessen-Bücher, die ich gekauft habe, werdet ihr im nächsten Neuzugänge-Video sowieso sehen. Ich glaube, es waren 4 oder 5. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ja, das werde ich euch natürlich in meinem nächsten Video zeigen. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um die Bücher, die im November tatsächlich erscheinen. Und ich entschuldige mich schon mal dafür, wenn meine Stimme zwischendurch versagt. Die hat gestern auf der Messe ein wenig gelitten. Aber ja, starten wir mit dem ersten Buch, das am 4. November erscheint, Empire of Sins and Soul 2, der zweite Teil dieser Reihe. Das gestohlene Herz heißt das Ganze. Ich habe Band 1 tatsächlich noch nicht gelesen. Ich habe es tatsächlich auch gar nicht auf der Wunschliste. Aber als ich für das Video recherchiert habe, fand ich den Klappentext schon ganz ansprechend. Also ja, warten wir mal ab, ob es nicht vielleicht doch noch auf meine Wunschliste wandert. Aber es passt auf jeden Fall thematisch in mein grundsätzliches Beuteschema. Zurück in der Welt der Lebenden muss Zoe Durand das gestohlene Relikt finden und nach Xantia zu Graf Alexei bringen. Doch als wäre die Suche nicht schon nervenaufreibend genug, wird sie nun auch noch von einem mysteriösen Unbekannten gejagt. So bleibt Zoe nichts anderes übrig, als die Hilfe des arroganten Prinzen Caspar anzunehmen, der mehr über die geheime Organisation rund um die Eglise de Saint weiß, die es auf die beiden Xantia-Flüchtlinge abgesehen hat. Auf der Suche nach dem Relikt kommen Zoe und Cass sich näher und schon bald muss Zoe sich eingestehen, dass sie mehr in dem Prinzen sieht als ihren Feind. Geplagt von ihrem schlechten Gewissen gegenüber Alexei versucht sie mit aller Macht, die aufkeimenden Gefühle für Cass zu unterdrücken. Sie ahnt jedoch nicht, dass einer der beiden einen furchtbaren Verrat plant, der ihr Leben für immer verändert. Dann bringt am gleichen Tag eine meiner liebsten Autorinnen, Elche Shen, ein neues Buch auf den Markt, zusammen mit Parker S. Huntington. Noch nie was von ihr oder ihm gehört. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Aber ja, ich mag Elche Shen, ich mag ihre Bücher. Sie schreibt ja schon sehr spice-lastig, aber irgendwie ist das für mich immer sehr, ja, unterhaltend, nennen wir es mal so, sehr unterhaltsam. Und ja, das neue Buch heißt My Dark Romeo und ich bin ja sowieso so ein Romeo und Julia Fan und erhoffe mir, dass davon ein bisschen was in dieses Buch eingeflossen ist. Du bist mein Lieblingsplottist. Es sollte ein harmloser Kuss auf einem rauschenden Debütantenball sein. Ein heimlicher Moment mit einem gut aussehenden Fremden. Doch im Gegensatz zu seinem Namensvetter wird mein Romeo nicht von der Liebe angetrieben, sondern von Rache. Für ihn bin ich eine Schachfigur, ein Druckmittel, die Verlobte seines Rivalen. Für mich ist er ein Mann, der Gift verdient, ein dunkler Prinz, den ich nicht heiraten will. Er denkt, ich werde mein Schicksal akzeptieren. Nun, ich habe es vor, um es umzuschreiben. In meiner Geschichte stirbt Julia nicht, aber Romeo, er geht zugrunde. Dann kommen wir zu dem Buch, das ich eben schon erwähnt habe, When Women Wear Dragons. Es ist sehr feministisch angehaucht. Es ist auch irgendwie nicht vergleichbar mit anderen Büchern. Wenn ich euch gleich den Klappentext vorlese, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Aber ich fand es sehr, sehr ansprechend und werde auf jeden Fall da einen Blick reinwerfen. Eine feurige, feministische Fantasy-Geschichte, die im Amerika der 1950er Jahre spielt, wo sich tausende von Frauen spontan in Drachen verwandelt haben und die Vorstellungen vom Platz der Frau in der Welt sprengen. Perfekt für Fans von The Handmaid's Tale, Der Report der Magd, Vox und Die Gabe. Alex Queen ist ein junges Mädchen in einer Welt, die der unseren sehr ähnlich ist, mit Ausnahme eines bahnbrechenden Ereignisses.
der Massenverwandlung von 1955, als Hunderttausende von gewöhnlichen Frauen und Müttern Flügel, Schuppen und Krallen entwickelten, eine Spur der feurigen Zerstörung hinterließen und sich in die Lüfte erhoben. War das ihre Entscheidung? Was wird aus denen, die zurückbleiben? Warum hat sich Alex' geliebte Tante Marla verwandelt, ihre Mutter aber nicht? Alex weiß es nicht. Es ist tabu, darüber zu sprechen. Zum Schweigen gezwungen muss sich Alex dennoch mit den Folgen dieses erstaunlichen Ereignisses auseinandersetzen. Eine Mutter, die sie mehr denn je beschützt, ein abwesender Vater, die beunruhigende Behauptung, dass ihre Tante nie existiert hat und die Beobachtung, dass ihre geliebte Cousine Bea auf gefährliche Weise von dem Verbotenen besessen ist. Ich bin ja allgemein schon für Bücher, in denen der Name Marla vorkommt. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Am 13. November erscheint ein Buch, das ich sehr, sehr feiere. Es ist nämlich schon mal erschienen und ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich rede von der From Blood and Ash-Reihe, of course, weil ich Poppy und Co. so liebe, habe ich mir ja die Sonderbuchschnitte oder Sonderfarbschnitte von der Chest of Fandoms dazu gekauft in der Paperback-Form. Jetzt bringt Heine allerdings eine Luxus-Sonder-Hardcover-Edition raus. Und mein kleines Fanherz hüpft ganz laut vor Begeisterung, weil ich natürlich diese Edition auch haben möchte. Mein Geldbeutel sagt, nein, mein Verstand sagt, du hast die Reihe doch schon hier stehen. Aber mein Sammler- und Jägerherz und mein Poppy- und Hawk-liebendes Herz sagt, kauf sie dir bitte. Ich würde euch natürlich jetzt nochmal den Klappentext vorlesen, weil ich diese Geschichte wirklich sehr, sehr liebe und mich für jeden freue, der diese Geschichte auch lesen möchte. Ach so, und zu dem Hardcover kommt noch ein spektakulärer Farbschnitt, farbige Karten im Vorsatz, Lesebändchen und ein Autogramm der Autorin. Just saying, absolutes Sammlerstück. Poppy ist eine Auserwählte. Wenn sie den Segen der Götter erhält, wird sie die Einzige sein, die ihre Heimat vor dem Angriff des verfluchten Königreichs retten kann. So will es die Tradition. So will es das Gesetz. Das Leben der Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, geschweige denn mit ihr sprechen oder sie berühren. Eines Tages wird der attraktive Hawk mit den goldenen Augen, dem frechen Grinsen und den provokanten Sprüchen Poppys Leibwache zugeteilt. Und sie merkt, dass es in ihrem Leben so viel mehr geben könnte als nur ihr Amt. Dass sie ein Herz hat, eine Seele und die Sehnsüchte einer ganz normalen jungen Frau. Als in den Landesgrenzen die Schatten der Verfluchten immer drohender werden, muss Poppy sich zwischen Liebe und Pflicht entscheiden. Am gleichen Tag erscheint ein weiteres Buch, auf das die Buchbubble sehnsüchtig wartet, nämlich der etwas unvorhergesehene zweite Band von Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Hätte ja niemand gedacht, dass es da jemals eine Fortsetzung so gibt. Jenseits des Ozeans heißt das Ganze und spielt eben auch im gleichen Universum und zeigt so ein bisschen, wie die Geschichte nach Mr. Parnassus Heim weiterging. Ich kenne ganz viele, die da schon ultra hyped drauf sind. Und jetzt erzähle ich euch, um was es in Band 2 geht. Willkommen zurück auf der wunderbaren Insel Marcias inmitten des azurblauen Ozeans. Hier bietet Arthur Parnassus magisch begabten Kindern, die zu Waisen geworden sind, ein Zuhause. Und hier hat Arthur seine große Liebe Linus Baker kennengelernt. Die Kinder und Linus sind Arthurs kostbarster Schatz, doch sein Leben war nicht immer leicht. Und als ein neuer Bewohner auf die Insel zieht und Arthurs dunkle Vergangenheit an die Öffentlichkeit kommt, droht sein Traum von einem glücklichen, freien Leben für alle magisch Begabten zu zerplatzen. Die liebe Caroline Wahl wird am gleichen Tag auch noch ein Buch auf den Markt bringen, beziehungsweise Löwe im Tanz wird es auf den Markt bringen, und zwar den dritten Band ihrer Reihe. Larsen Legacy heißt das Ganze und im Klappentext heißt es wie folgt. Prunkvolle Feste und repräsentative Veranstaltungen sind Alltag für Theodore Scogan, bis er auf einen Maskenball Lovisa trifft, die in einer Nacht sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Er setzt alles daran, sie wiederzufinden. Das Problem? Lovisa will nicht gefunden werden, denn sie ist die Erbin von Coskens größtem Konkurrenten und die Person, die wie Theo für das Sponsoring im Familienunternehmen verantwortlich ist. Ob bei der Premier League in London, der Formel 1 in Morena oder beim Eishockey in Oslo, die beiden befinden sich in einem ständigen Wettkampf. Doch je häufiger sie einander begegnen, umso größer wird die verbotene Anziehungskraft zwischen dem Keksprinzen und der Schokoladenprinzessin. Gestern auf der Messe konnte man beim Lux-Stand auch so eine kleine Kurzgeschichte des nächsten Buches mitnehmen. Ich spreche von der Cold Heart-Reihe von Lena Kiefer und da gab es
so eine, ich glaube, 37-seitige Mini-Kurzgeschichte zu der Love-Story von Adam und Valerie. Ich habe leider keins mehr bekommen. Ich muss mal Tatjana fragen. Sie meinte nämlich, als sie schon Donnerstag auf der Messe war, hat sie für mich ein Exemplar in die Tasche gesteckt. Also sie hat ein zweites in die Tasche gesteckt und sagte zu mir, ich habe mitgedacht und eins mehr genommen. Ich gehe mal davon aus, dass ich das dann bekommen werde. Ja, jetzt kommt der dritte Band der Cold Heart-Reihe raus. Und da freue ich mich schon sehr, weil ich die Reihe noch nicht angefangen habe und das Ganze jetzt in einem Rutsch lesen könnte. Elijah Coldwell hat sein Leben unter Kontrolle. Studium, Firma, Sport, alles ist strengstens durchorganisiert. Die Ängste, die ihn seit einer Entführung in der Kindheit quälen, hat er auf diese Weise im Griff. Nur sich zu verlieben, kommt für ihn nicht in Frage. Zu groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Doch dann trifft er auf Felicity Everhart, die ihn mehr fasziniert als irgendjemand zuvor. Eigentlich hat Felicity gerade andere Sorgen, bemüht sich jedoch vergebens darum, endlich ihrem Vater näher zu kommen, der zwar ihr Traumstudium an der Kunsthochschule in New York finanziert, von dem sie sonst jedoch kaum etwas weiß. Aber das, was zwischen ihnen ist, könnten weder Elijah noch Felicity lange ignorieren. Nicht ahnend, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht, denn als Elijah neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, führt die Spur ausgerechnet zu Felicitys Vater. Am 19.11. erscheint ein Buch, auf das ich mich auch schon sehr freue. Es ist von Megan Clausen geschrieben und es geht auch wieder um den Tower of London. Also sie lebt ja selbst im Tower of London und deshalb schreibt sie da auch sehr originalgetreue Bücher. Ich habe schon mal eins von ihr gelesen, irgendwas mit Royal Guard, Falling Heart for the Royal Guard oder sowas. Jetzt gibt es ein neues Buch, Love at First Knight. Also Knight geschrieben wie Ritter, K-N-I-G-H-T. Und da freue ich mich schon arg drauf, weil dieser erste Teil mir schon sehr gut gefallen hat. Die sind unabhängig voneinander, also die gehören nicht in eine Reihe. Aber ich fand ihren Schreibstil toll, ich fand das Setting in London toll und es war auch sehr, sehr humorvoll geschrieben. Deshalb muss es auf jeden Fall auf meine Wunschliste. Eine royale Liebe im Tower of London. Die 23-jährige Daisy Hastings ist schüchtern, hat Angst vor der Welt und gibt sich gern ihren Träumen hin. Daher nimmt sie nur zögerlich die Stelle im Tower of London an, wo sie Kindern das Ritterleben näher bringen soll. Ihr arroganter Kollege Theodore macht ihr außerdem das Leben schwer. Teddy hat nichts anderes im Sinn, als Unruhe zu stiften, weshalb Daisy immer wieder durch ihn in Schwierigkeiten gerät. Doch schon bald merken sowohl Daisy als auch Teddy, dass sie auf die Hilfe des anderen angewiesen sind. Wenn aus Feinden möglicherweise Freunde und noch mehr werden könnte, dann hat Daisy am Ende womöglich ihren Prinzen fürs Leben gefunden. Am 27.11. erscheint der dritte und finale Band der Vergissmeinnicht-Reihe von Kerstin Gier. Da habe ich tatsächlich jetzt auf der Messe gar nicht so viel Riesenwerbung davon gesehen. Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen, aber ich habe mir irgendwie gedacht, dass sie da mehr Trara drum machen, weil Kerstin Gier ja doch schon lange im Business ist und halt bei Fischer auch eine Koryphäe ist. Aber ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall freue ich mich auf den dritten Band. Band 1 habe ich gelesen, Band 2 steht ungelesen hier. Aber das wäre auch sowas, was ich in einem Rutsch durchsuchten kann und auch ungelesen oder ohne viel darüber mehr zu wissen kaufen kann, weil Kerstin Gier einfach eine meiner liebsten Autorinnen ist. Wenn Quinn nach seinen Abenteuern im Saum eines weiß, dann das. Mathilda ist seine große Liebe, ganz egal wie anstrengend ihre Familie ist. Eigentlich sollten sich die beiden gerade auf einen großen Schulball freuen, wenn dann nicht dieses rätselhafte Sternentor-Ritual wäre, durch das Quinn als angeblicher Auserwählter die Welt retten soll und flüchtige Schwarzalben, die versteckt werden wollen, sowie ein ominöses Orakel, das im entscheidenden Moment immer wieder verschwindet. Mit anderen Worten, ein ganz normaler Dienstag. Dann gerät Mathilda auch noch ins Visier mächtiger Feinde. Zusammen mit Quinn muss sie die Geheimnisse entschlüsseln, die den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten könnten. Auch die liebe Katinka Engel bringt am 27.11. ein neues Buch auf den Markt. Pages Unwritten heißt das Ganze und Bücher, in denen es um Bücher oder Bücherschreiben geht, sind ja für mich sowieso immer einen zweiten Blick wert. Bestsellerautor Cy Bellamy steckt nach dem Erfolg seines Büromans in einer tiefen Schreibkrise. Seine beste Freundin Louise will ihm bei einem Kreativwochenende helfen und so ziehen sie sich gemeinsam in Cys Ferienhaus auf einer kleinen Insel zurück. Doch er weigert sich, Louise zu erzählen, wovon sein neues Buch handeln soll. Denn in seinem Schreiben hat Cy endlich ein Ventil gefunden für seine seit Jahren unterdrückten Gefühle für die alleinerziehende Louise.
Und als Louise die Wahrheit, der Wahrheit näher kommt, merkt sie, dass Sais Gefühle längst nicht das einzige sind, das ihr verborgen geblieben sind. Am 28.11. bringt Ullstein endlich die Übersetzung von Lucy Scores neuestem Buch auf den Markt. Things We Never Got Over heißt das Ganze. Im Englischen ist es bereits erschienen, jetzt erscheint es eben auch auf Deutsch und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr darauf. Der Tag könnte für Naomi nicht schlechter laufen. In einer Kurzschlussreaktion flieht sie von ihrer eigenen Hochzeit, wird von ihrer entfremdeten Zwillingsschwester ausgetrickst, steht ohne Auto und Handtasche da und muss sich plötzlich um ihre Nichte kümmern, von der sie nicht wusste, dass sie überhaupt gibt. Entgeistert bittet sie im erstbesten Diner um Hilfe und wird hochkant herausgeworfen, denn ihre Zwillingsschwester, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht, ist in Knockmount äußerst unbeliebt. Und als ein attraktiver Fremder sie auf der Straße anbrüllt, reißt ihr die Hutschnur. Wo ist sie hineingeraten? Bad Boy Knox hat in seinem Leben keinen Platz für Drama. Doch die wunderschöne Fremde, die aus dem Nichts für Unruhe in Knockmount sorgt, bringt alles durcheinander. Als Naomis Leben direkt vor seinen Augen implodiert, ist das Mindeste, was Knox für sie und ihre Nichte tun kann, sein Gästehaus anzubieten. Doch dann werden aus ihren Schwierigkeiten handfeste Probleme. Knox ist sich sicher, er wird sich auf gar keinen Fall verlieben. Auch im Hause Pieper wird es am 28.11. etwas Neues geben. Queen of Blood and Night ist der erste Band der Rise of the Night-Reihe. Ich glaube, es ist der erste Band. Ich glaube schon, ja. Ich habe tatsächlich weder von dem Buch bisher was gehört, noch von der Autorin etwas gelesen. Deshalb ist es für mich absolutes Neuland. Aber der Klappentext klang vielversprechend. Alyssa hat es satt, nach den Regeln ihres strengen Vaters zu leben. Je mehr sie versucht, die alten Werte abzuschaffen, desto tiefer verstrickt sie sich in uralte Fäden und Intrigen, die schon bald Blut fordern. Die Frage ist nur, wessen Blut? Lincoln Gabriel lebt für die Nacht. Nur in der Finsternis kann er vergessen, dass seine Familie am Abgrund steht. Bis er auf Alyssa trifft, an deren Seite er sich lebendiger fühlt als je zuvor. Sie ist undurchdringlich, schön und tödlich. Doch was, wenn er noch etwas viel Schlimmeres ist? Und wie jedes Mal zum Ende des Monats hin, bringt auch Lux wieder ein paar Bücher auf den Markt. Drei an der Zahl habe ich gefunden, die mich angesprochen haben. Das erste wäre Love Decoded. Ich habe tatsächlich auch von dieser Autorin noch nichts gelesen oder auch nur gehört. Vielleicht ist es auch eine neue Autorin, ich weiß es nicht. Ich muss das mal recherchieren, weil Anna Lane sagt mir nämlich tatsächlich absolut gar nichts. Aber das Buch klang gut und deshalb ist es auf meine Wunschliste gewandert. Softwareentwicklerin Emmy hat es satt, nie wieder von ihren Dates zu hören. Und das ganz ohne Erklärung. Mit ihrem geheimen Broken Hearts Ghosting Service liefert sie Leitgenossinnen das Warum und zeigt den Männern, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Allerdings kommt dabei ihr eigenes Liebesleben zu kurz, bis Emmy sich mit Leon trifft, der ihre beste Freundin geghostet hat. Die Begegnung ist eine Katastrophe, die aus dem Ruder läuft, als Leon in Emmys Tech-Startup auftaucht. Er soll das Marketing der Dating-App aufpolieren, mit ihrer Hilfe. Dabei kommt sie dem unromantischen und viel zu attraktiven Leon immer näher, aber in einen Typen wie ihn könnte sie sich nie verlieben, oder? Dann kommt ein weiteres Buch von L.J. Chen auf den Markt, im Hause Lux, und viele von euch werden die Reihe vermutlich schon kennen. Es ist nämlich die All Saints High-Reihe. Die hatte bisher immer nur drei Ausgaben, drei Bände. Und ich dachte auch nicht, dass es da einen weiteren geben wird. Und ich habe auch in meinem Regal keinen Platz für einen weiteren. Das heißt, ich muss schon wieder umstellen. Ich kriege die Krise. Aber ich liebe diese Reihe und deshalb muss ich dieses Buch auch haben. Bailey und Lev, Lev und Bailey. Seit sie Kinder sind, sind sie beste Freunde. Bis Bailey aufs College geht und sich plötzlich alles verändert. Während die ehrgeizige Bailey ihren großen Traum von einer Ballettkarriere an der Juilliard verfolgt, bleibt Mädchenchum Lev als Star Quarterback in Kalifornien zurück und muss sich den hohen Erwartungen seiner Familie stellen. Doch obwohl sich die beiden voneinander entfernt haben, ist Lev sofort zur Stelle, als Baileys perfekte Fassade zu bröckeln beginnt und sich ihr Traum auf einmal in einen Albtraum verwandelt. Denn was sie nicht weiß, schon seit ihrer Kindheit schlägt Levs Herz nur für sie. Und dann wird last but not least eine weitere Sports Romance bei Lux erscheinen. Collide heißt das Ganze. Hab auch von dieser Autorin noch nichts gelesen, aber ich bin ja momentan so in meiner Sports Romance Ära und irgendwie habe ich da richtig Bock auf dieses Buch. Off the Ice heißt die Reihe und es geht um Eishockey. Und im Klappentext heißt es wie folgt. Als Summer Preston erfährt, dass sie ihre Abschlussarbeit über Eishockey schreiben soll, kann das nur ein schlechter Scherz sein. Ausgerechnet über den Sport, den sie abgrundtief hasst. Doch wenn sie ihrem Traum, Sportpsychologin zu werden, näher kommen will, hat sie keine andere Wahl.
dass ihrem Projekt dann auch noch Aiden Crawford zugeteilt wird, macht die Sache nicht besser. Der überhebliche und viel zu attraktive Captain des Eishockey-Teams und die Perfektionistin geraten bei jeder Begegnung aneinander. Doch wenn eins von Anfang an klar ist, dann das Aufgeben hier für niemanden eine Option ist. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im November erscheinen werden und die ebenso in mein Beuteschema passen. Ich werde sie euch wie immer unten in die Infobox packen. Da gibt es den Link zu Amazon und zu Thalia. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr euch die Bücher genauer anschauen wollt. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!